Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich meinen Sowohl SV08 entsowohlisiere. Das heißt, ich werde Mainline Clipper drauf spielen und das Ganze will ich euch on the fly, also während ich das Ganze zum ersten Mal mache, nehme ich euch mit. So könnt ihr das Ganze dann auch bei euch dann durchführen, falls ihr irgendwann mal hier so ein Eddy USB betreiben wollt oder halt einfach nur schnellere Updates bekommen wollt als wie von Sowohl selbst, kann man das Ganze umbauen und beziehungsweise umflashen und dann hat man immer die aktuellste Firmware drauf. Was brauchen wir für das Ganze? Wir brauchen einmal entweder den internen eMMC, also sprich den Speicher des Druckers, oder wenn ihr sagt, nee, ich lege mir den lieber auf Seite und habe ein Backup, falls irgendwas hier schief geht, habe ich ja immer noch einen ganzen, solltet ihr euch einen neuen eMMC bestellen und wenn ihr das tut, dann am besten in 32 GB, der Originale hat nur 8, aber es ist bekannt, dass der Eddy zum Beispiel besser funktioniert, wenn 32 GB Modul verbaut ist. Deswegen, wenn ihr eins bestellt, die kosten ungefähr gleich, bestellt euch gleich ein 32 GB Modul. Das hier ist ein Gehäuse für den Adapter, das habe ich mir mal gedruckt, damit ich den eMMC nicht aus Versehen verkehrt rum reinstecke, aber das Ganze ist relativ einfach, denn der kommt immer vom Anschluss weg, also das längere Stück, hier hinten ist der Anschluss, der kommt immer vom Anschluss weg aufgesteckt. So, also USB-A Adapter für den eMMC, ein eMMC oder ein MicroSD Adapter für den eMMC. Dann seid aber sicher, dass ihr einen MicroSD Adapter oder am Laptop einen Anschluss habt dafür. Ich würde euch empfehlen, holt euch den USB-A Adapter dafür. Dann brauchen wir noch einen ST-Link V2, den habe ich super günstig bei Amazon geholt. Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch dann bestellen. Habe ich jetzt bestellt für 6,99 €. Ist eigentlich ein sehr gutes Angebot. Kommt mit einem Stück Kabel. Dieses Kabelende kommt dann einmal an den Mainboard dran des Druckers oder an das Mainboard des Druckkopfes, womit wir das Ganze dann programmieren. Das seht ihr aber alles im Verlauf des Videos, wo was hinkommt. Das sind nur die wichtigen Teile, die ihr vorab haben müsst. Logischerweise einen PC, am besten mit Windows, weil da die Programme out of the box funktionieren. Auch hier die Adapter, die werden sofort erkannt bei Linux. Ich habe auch einen Linux-Rechner, da muss man noch ein bisschen rumfummeln, dass die ganzen Treiber und so weiter da drauf funktionieren. Genau, das Ganze schauen wir uns jetzt im fortlaufenden Video an. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachbauen. Nachdem wir gesehen haben, was für Hardware wir brauchen, schauen wir noch, was wir uns als Software runterladen müssen, und zwar völlig kostenlos in diesem Fall. Wir brauchen Balenia Edger, um den eMMC zu bespielen, sprich das neue Clipper drauf zu spielen. Wir brauchen WinSCP, um Dateien hin und her zu schieben, vom Drucker zum PC und andersrum. Dann brauchen wir den STM32 Cube Programmer, um den Toolhead und das Mainboard zu bespielen mit dem neuen Bootloader. Alles das seht ihr im Verlauf des Videos. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein Windows Bordmittel, und zwar die PowerShell. Die findet ihr ganz einfach, wenn ihr Power eingebt, dann seht ihr auch schon Windows PowerShell. Das ist ein Tool, was wir benutzen, um eine SSH-Verbindung zum Drucker herzustellen. Ihr könnt alternativ hierzu, könnt ihr auf jeden Fall PuTTY nehmen. Das funktioniert damit genauso gut. Alle Links zur benötigten Software werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung reinpacken, damit ihr das Ganze schnell und einfach findet. Beachtet, beim STM32Q-Programmer müsst ihr euch als Gast registrieren. Das ist beim Hersteller auf der Webseite halt Pflicht, damit man einen Link bekommt, womit wir das Programm runterladen können. Alles andere ist super einfach. Dann fahren wir damit fort, dass wir mal eben den eMMC ausbauen und das Ganze dann am PC schon mal vorbereiten, backuppen und so weiter. So, als nächstes müssen wir einmal den eMMC entfernen. Dafür habe ich hier schon mal die zwei kleinen Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher entfernt. Seid da ein bisschen vorsichtig. Fasst, bevor ihr den eMMC anfasst, einmal kurz hier auf Erde, irgendwo an den USB-Anschlüssen oder HDMI-Anschlüssen. Und dann könnt ihr den eMMC vorsichtig greifen und ja, von links nach rechts so ein bisschen wiggeln. Und dann ist er schon draußen. So, und den packen wir jetzt in den eMMC Reader in PC und da geht es jetzt erstmal weiter. So, am PC angekommen habe ich den eMMC in den USB-Adapter gesteckt und Win32 Disk Imager gestartet. Win32 Disk Imager
erkennt das Laufwerk eigentlich relativ gut von alleine. Prüft es vorsichtshalber nochmal ganz einfach nach, indem ihr den Explorer öffnet und schaut mal nach, welcher Laufwerksbuchstabe von Windows vergeben wurde. Das Laufwerk, wo Boot dran steht, das ist dann auch tatsächlich der Stick. Und wenn das übereinstimmt mit dem Win32 Disk Imager, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Um jetzt das Ganze zu backuppen, gehen wir einfach hin, klicken hier auf den kleinen blauen Ordner, gehen an die Stelle, wo wir das Backup hinhaben möchten. Ich würde euch empfehlen, macht einen Ordner für alle Programme und Backups und allen möglichen, was ihr habt. Macht euch einen eigenen Ordner dafür. Ich erstelle auch hier noch einmal den EMMC Backup Ordner und da möchte ich dann gerne das Backup reinhaben. Backup und klicke dann hier auf Öffnen. Jetzt habe ich den Pfad dazu geöffnet und jetzt brauche ich hier nur noch einfach auf Lesen klicken und wird das Ganze eingelesen und es wird ein Backup des kompletten EMMCs geschrieben. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Für euch gibt es hier einen kleinen Cut und wenn es soweit durch ist, werde ich mich wieder zurückmelden bei euch. So, das Lesen war erfolgreich, bedeutet, das Backup ist dadurch erstellt. Das Ganze prüfen wir auch mal ganz schnell. Und zwar gehen wir dafür in den Ordner und das EMMC Backup sollte ja knapp 8 GB groß sein. Das passt hier in diesem Fall. Das stimmt soweit und somit sind wir auf der sicheren Seite. Gut, dann weiter im nächsten Schritt. Nachdem wir nun den EMMC gesichert haben, brauchen wir natürlich das neue Image für Clipper und das laden wir uns auf GitHub runter. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da gehen wir auf Step 2 auf Flashing Media und schauen hier unten bei CB1 Debian 11 Minimal Kernel. Das brauchen wir, das File. Allerdings kann es natürlich, je nachdem wann ihr das Video schaut, auch schon bereits ein neueres File geben. Hier halte ich die Steuerungstaste gedrückt, klicke einmal den Link an, es öffnet sich ein neuer Tab und mir wird das File angeboten, welches ich brauche zum Runterladen. Das Ganze speichere ich mir in den Ordner, den ich vorher angelegt habe, speziell für dieses Projekt. Und dann geht es weiter mit dem Flashen via Balenia Edger. Im nächsten Schritt können wir den Win32 Disk Imager schon schließen und können prinzipiell den Balena Edger aufmachen, uns hier Flash from File aussuchen und dann gehen wir einfach in den Ordner, wo wir das File runtergeladen haben. In meinem Fall ist das Ganze im SVO8 Ordner drin, da habe ich das Ganze heruntergeladen, wie ihr das zuvor schon gesehen habt. Ich wähle jetzt hier das IMG-File aus, also Datei, die DMG-Datei wähle ich jetzt aus. Klicke auf Öffnen, trage jetzt hier ein Target ein, also sprich das Ziel. Wir klicken auf Select, das Ganze wird uns hier als 8 GB angezeigt und klicken einfach auf Flash. Dieser Vorgang dauert jetzt auch ein paar Minuten und sobald das fertig ist, melde ich mich einfach zurück. So, ihr seht es gerade, der Schreibvorgang ist fertig. Die Image wurde validiert und es sieht soweit alles gut aus. Wir haben ja alles in grün stehen. Wenn da was schiefgelaufen wäre, hätten wir jetzt das Problem gehabt, dass hier irgendwas rot gewesen wäre und eine Fehlermeldung. Wir schauen jetzt einfach mal im Dateimanager. Hier sagt Balenia auch nochmal, dass der Flash-Vorgang und fragt, ob wir einfach noch ein weiteres Modul flashen wollen. Das wollen wir jetzt nicht, deswegen können wir das Ganze einfach nur schließen. Im Datei-Explorer steht jetzt erstmal gar nichts, denn das Medium wurde ausgeworfen. Ich stöpsel das Ganze einmal vom PC ab und stecke es wieder dran. Und jetzt sollte das Bootlaufwerk wieder sichtbar werden. Da ist es auch schon. In diesem Bootlaufwerk sind die Bootanweisungen zum Starten des Druckers. So, im nächsten Schritt müssen wir hier in den Boot Environment Config müssen wir hier noch ein paar Einstellungen einstellen und da geht es nach einem kurzen Cut weiter. So, in Schritt 3 werden wir jetzt hier an der Board Environment TXT und am Setup Wi-Fi, falls nötig, Änderungen vornehmen. Davor sagt uns aber der Autor, dass wir auf jeden Fall uns die Datenbank von hier runterladen sollen und die auf an einer bestimmten Stelle auf dem
EMMC hinkopieren sollen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Und zwar öffnen wir mal die Datei, den Link als erstes, öffnen anschließend hier die Datei und klicken dann hier auf Download Raw File. Das Ganze speichern wir uns. Auch das packen wir uns einfach erst einmal in das Verzeichnis, wo wir die ganzen Dateien sammeln für den ganzen Prozess. Speichern einmal das Ganze, wechseln dann in dieses Verzeichnis und schauen mal nach. Hier ist auch die Datei schon. Die kopieren wir uns jetzt einmal. Hier oben drüber, gehen in das Boot-Verzeichnis und packen das einfach. Moment, lasst mich noch einmal kurz schauen. Wo sollen wir das hinpacken? In die Datenbank AllWinner. Hier also AllWinner und dann einfach nur einfügen. So, wir sehen, dass wir hier oben, ja, prinzipiell haben wir die Datei schon, ist aber das originale Biku-Modell und wir haben uns jetzt hier einfach das Sowohl-Modell reingepackt. Jetzt minimieren wir das Ganze wieder. Jetzt sollen wir uns hier auf jeden Fall die Board Environment TXT backuppen, falls irgendwas schief gehen sollte, falls wir irgendwas falsch reinkopieren, dann haben wir auf jeden Fall noch ein Backup davon. Das tun wir jetzt auch gerade mal eben. Und zwar klicken wir das Ganze mal an, kopieren uns das und packen das einfach auch hier in unseren Ordner rein. So, dann haben wir die auf jeden Fall gespeichert, haben das Original und falls uns jetzt was in die Hose geht, dann ja, können wir darauf zurückgreifen und alles wieder ersetzen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn hier in dem Tutorial steht, dass wir alles über diesen gestrichelten Sachen löschen sollen. Das tun wir auch. Also ich arbeite jetzt hier mit dem ganz normalen Editor, der bei Windows dabei ist. Ihr könnt natürlich Notepad++ und wie die ganzen Dinger heißen, damit kann man natürlich auch wunderbar arbeiten. Mir reicht aber in diesem Fall auf jeden Fall der Editor und mehr brauche ich tatsächlich nicht. So. Ich markiere mir die ganze, ja, oder auch nicht, ne? Wir setzen die Markierung einmal hier vor. Ich halte jetzt einfach Steuerung gedrückt und gehe mit der Pfeiltaste einfach nur bis nach ganz oben. Bin ich oben angekommen, kann ich einfach entfernen drücken und habe jetzt erstmal alles entfernt. Hier baue ich mir wieder eine Leerzeile ein, gehe mal rüber auf die Tutorial-Seite und schau mal, was ich hier reinkopieren soll. Das heißt, replace the content above the bla bla bla. Will keep what is under there, also sprich unter dem Zeichen, das bleibt, und sollen tatsächlich das hier davor setzen. Machen wir jetzt auch mal eben schnell. Kopieren uns das Ganze, hier brauchen wir gar nicht markieren und so weiter. Drücken jetzt hier STRG V und schon haben wir uns das ganze Zeug hier mit reingeladen. Jetzt sehen wir auch, warum wir die Datenbank eben runterladen mussten, weil sie hier praktisch verlangt wird. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, schauen wir, was wir hier weitermachen sollen. Genau, das da reinkopieren. Wer möchte, kann jetzt natürlich auch hier nochmal die Wi-Fi-Credentials eingeben unter System-Config. Das heißt, hier muss irgendwo eine System-Config sein. Genau, hier haben wir es schon. Die können wir mit dem Editor aufmachen. Und hier werden wir, irgendwo drinnen werden wir auf jeden Fall da, werden wir auch schon die Wi-Fi-Geschichten haben. Ich schließe meinen Drucker per LAN an, deswegen brauche ich das jetzt so in diesem Fall nicht. Ich schaue jetzt gerade mal, hier sieht mir das Ganze aus, als ob genau das Clipper-Screen ist auch hier drüber gesteuert, ist aber auskommentiert, das heißt, ja, vielleicht kommen wir an einem späteren Punkt nochmal hier hin, um das Ganze anzupassen. Nächster Schritt ist dann 4. Ja, da werden wir dann auch. Wobei, ne, Entschuldigung, stopp. Hier geht es nochmal weiter mit HDMI-Screen. So, also hier werden uns tatsächlich jetzt in diesem Moment, gut, dass wir nicht weiter geskippt haben, wird uns in diesem Moment gesagt, dass wir das Ganze per HDMI oder beziehungsweise die HDMI-Config tatsächlich noch anpassen sollen. Das machen wir mal eben. Und zwar HDMI Clipper Screen Rotation. Ja gut, also ich habe jetzt hier nichts Brauchbares drin gefunden, außer dass man das Ganze auf Inverted setzen soll. Tatsächlich steht hier nicht an welcher Stelle.
Das ist aber tatsächlich kein Beinbruch, denn wir können das Ganze auch im Nachgang machen. Also sprich, wenn Clipper läuft, habe ich das ja vorher auch machen müssen, weil bei Sowohl für mein Display halt auch auf dem Kopf stand. Deswegen kann man das auch im Nachgang machen. Da setze ich euch mal einen Link in die Videobeschreibung, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. Und nicht nur, dass das Bild gedreht ist, sondern auch tatsächlich der Touchscreen muss ja auch angepasst werden, dass er ja auch gedreht ist. Dazu, wie gesagt, wird es einen Link in der Videobeschreibung geben. Genau, wir ejecten jetzt das Ganze, also sprich, wir werfen das EMMC hier aus an dieser Stelle. Kann jetzt entfernt werden und bauen das Ganze wieder zurück in den Drucker. Wie das geht, kriegt ihr mit Sicherheit alleine hin. Ihr habt ja gesehen, wie ich das Ganze ausgebaut habe. Das ist genauso, nur in umgekehrter Form. Und dann seid ihr schon fertig. Wir sehen uns dann bei Step 4 in einigen Sekunden. Bei Schritt 4 angekommen, müssen wir jetzt sämtliche Funktionalität im Drucker geben. Und zwar, wir installieren jetzt Clipper, Kiao, Moonraker. Ja, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ich benutze für die Installation ganz normal Shell. Ihr könnt auch Putty benutzen, das ist euch überlassen. Ein kleiner Hinweis habe ich hier noch in diesem Fall. Benutzername und Passwort ist nach dem Flashen BQ, also ihr seht es dann halt auch hier, BIQU. Und dann die IP-Adresse, die euer Drucker erhalten hat nach dem Neustarten. Sollte euer Drucker nach dem Neustarten nicht erkannt werden im Netzwerk, sprich ihr habt ihn per LAN angeschlossen, wie ich vorhin, und er wurde nicht erkannt. Dann bin ich nochmal hingegangen, habe das EMMC ausgebaut und habe in der System Config habe ich die WLAN-Daten eingegeben, das Ganze wieder eingesteckt, über die Fritzbox mal nachgeschaut und der Drucker wurde im WLAN sofort erkannt, hat eine IP-Adresse bekommen, und zwar die hier gerade auf dem Bild seht, und danach melden wir uns mit dem SSH-Befehl an unserem Drucker an. Ich jetzt hier einmal drücke, verlangt er mir das Passwort, auch hier ist es BIQU. Und Enter bestätigen, und hier sehen wir dann auch schon, dass ich auf dem Drucker gelandet bin. So, wenn wir das Ganze haben, können wir uns das praktisch hier in die linke Seite reinziehen und den Browser auf die in die rechte Seite und den Browser an die linke Seite. Und jetzt brauchen wir prinzipiell eigentlich nur noch Copy-Pasten, und zwar wir nehmen uns erstmal den ersten Befehl und updaten einmal komplett den Drucker. Rechtsklick in die Shell, fügt den Befehl ein, mit Enter bestätigen wir das Ganze. Das dauert jetzt einen Moment, auch hier werde ich ein bisschen vorspulen, und wenn wir soweit sind, kommen wir zum nächsten Befehl. So, das Ganze ist jetzt durch. Das Ganze ist geupdatet, sprich auf den neuesten Stand. Als nächstes schauen wir mal, ob wir Git installieren müssen. Das könnte nämlich schon vorinstalliert sein. Dazu kopieren wir uns einfach hier den Befehl und fügen ihn hier einmal ein, bestätigen das Ganze, und erscheint wohl wirklich Git runterzuladen. In diesem Fall war es noch nicht vorinstalliert. Das warten wir jetzt auch mal eben ab. So, Git ist durch. Jetzt klonen wir uns das ganze Kiao hier auf unsere Maschine. Aber das geht relativ schnell. So. Mit dem nächsten Befehl, den wir copy-pasten, starten wir Kiao in diesem Fall. Da sind wir auch schon. So, hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Hier unten wird gesagt, wir sollen Clipper, Moonraker, Mainsail und Achtung, Crown's Nest installieren. Aber wir sollen vor Crown's Nest auf jeden Fall Clipper Screen installieren, falls wir ein HDMI Monitor an unserem Gerät angeschlossen haben. Und das werden wir auf jeden Fall beachten. Also sprich, auf jeden Fall Clipper Screen vor Crown's Nest installieren. So, in diesem Fenster sehen wir, wir haben hier Optionen, die wir machen wollen. Hier werden wir gefragt, ob wir Kiao 6 ausprobieren wollen. Dafür drücken wir die 1 und Enter. Und jetzt kommen wir auch schon zur Installation. Wir haben die Möglichkeiten Clipper, Moonraker, Mainsail, Clipper Screen und ganz zum Schluss dann noch Crown's Nest zu installieren. So, also wir wollen etwas installieren, und zwar die 1. Jetzt werden wir gefragt, was wir installieren möchten. Nochmal die 1 und bestätigen das mit Enter. Wir möchten Default, das heißt 1 und Y und nochmal Enter. Jetzt wird das Ganze runtergeladen, das heißt Clipper wird als erstes auf die Maschine installiert. Und so gehen wir alle Schritte durch. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Clipper.
Moonraker, Mainsail, Clipper Screen und Crown's Nest. So, Moonraker ist durch. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Webinterface auszusuchen, und zwar Mainsail oder Fluid. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr möchtet. Ich bleibe beim Standard, und zwar beim Mainsail. Das heißt, ich wähle die 3 aus in diesem Fall, bestätige das Ganze mit Enter und er fragt mich, ob er wieder eine Config anlegen soll. Das machen wir. Bestätigen das Ganze mit Y und dann wieder mit Enter und warten ab. So, das Ganze ist jetzt auch durch und jetzt kommt eben der vorhin angesprochene Zwischenschritt, und zwar wollen wir auf jeden Fall Clipper Screen installieren. Ich in meinem Fall, falls ihr nicht, überspringt ihr einfach diesen Punkt. Und genau, also ich bestätige das Ganze mit 7 jetzt im Moment, drücke die Eingabetaste. Ja, und warte jetzt das Ganze ab. Beziehungsweise bestätige das Ganze jetzt erstmal mit Y und dann geht's weiter. Der Drucker hat jetzt eben nach der Installation vom Clipper Screen einen Neustart gemacht. Jetzt öffnen wir ganz einfach nochmal Kiao, wählen die 1, wählen nochmal die 1 und wir können, bevor wir bestätigen, können wir schon mal schauen, was installiert ist. Und zwar hat sich auf jeden Fall Clipper installiert, Moonraker ist installiert, Mainsail ist installiert, Fluid ist nicht installiert, Client Config ist eine Mainsail Config, Clipper Screen ist installiert und jetzt wollen wir als letztes noch Crown's Nest installieren, und zwar bestätigen wir das Ganze mit der 1 und wählen die 9. Das bestätigen wir nochmal mit Enter. Und jetzt legt er auch schon los. So, das Ganze bestätigen wir auch mit Ja. Das ist auch hier schon vorgegeben, also mit Y, mit Yes. Einfach auf Enter drücken. Und jetzt fragt er, ob wir das ganze System neu starten wollen. Das wollen wir auf jeden Fall. So, in 5 Sekunden startet der Rechner, der Drucker noch einmal neu. Und das heißt, wir müssen uns anschließend per SSH wieder aufwählen, um zu sehen, ob er erfolgreich neu gestartet ist. Ich sehe jetzt gerade anhand meines Screens, meines HDMI-Screens, dass der kurz angegangen ist. Das heißt, dass das Clipper-Screen auch funktioniert hat. Jetzt muss ich nur gleich mal schauen, ob die Rotation halt auch richtig ist. So. Wir können uns verbinden. Das heißt, der Drucker hat einmal komplett neu durchgestartet. Und jetzt anschließend im nächsten Step installieren wir uns erst einmal NumPy und danach Moonraker Timelapse. Und als erstes machen wir auf jeden Fall NumPy. Jetzt können wir das Ganze Bulk Copy, also sprich einfach hier auf das Symbol klicken und das Ganze wird kopiert. Ihr könnt auch, um sicher zu gehen, dass alles richtig ist, tatsächlich jede Zeile einzeln kopieren. Ich mache es jetzt erstmal hier nach der Anleitung, mal gucken, was passiert. Das ist grundsätzlich kein Problem, das können wir so machen. Scheint wohl nicht kopiert zu haben. Machen wir das Ganze nochmal. So. Jetzt lädt er das NumPy runter. Und anschließend müssen wir nur noch die, nicht nur noch, sondern da installieren wir die Moonraker Timelapse. Hier bestätigen wir das Ganze mit Y. Und sind damit auch schon durch. Wir können ja mal gerade probieren, ob die Web-Oberfläche schon funktioniert, das Mainsail. Und zwar nehmen wir dafür die 192.168.178.90. Achtet darauf, das wird bei euch nicht dieselbe IP-Adresse sein. Schaut mal, wie erreichbar das Ganze für euch im Netzwerk ist. Hier sehen wir auch schon einige Fehlermeldungen. Das ist aktuell noch völlig in Ordnung. Hier fehlt zum Beispiel die Printer-Config-Datei, also sprich die Datei, die dem Ganzen sagt, was es überhaupt kann. Wir werden auch gleich noch ein paar MCU-Fehler bekommen, aber das ist alles völlig in Ordnung. Das kann so bleiben. Also, wir haben jetzt hier, haben wir gerade NumPy installiert. Jetzt können wir die Timelapse installieren. Das heißt, wir navigieren auch hier in der Shell per SSH an die angegebene Stelle. Da wird schon Make Install automatisch eingefügt. Das bestätigen wir nur noch mit Enter. Und das Ganze mit Y ist auch schon ausgewählt. Das heißt, da auch mit Enter bestätigen. Und das Ganze wird dann halt automatisch runtergeladen. Hier auch nochmal mit Y bestätigen. Da sind wir jetzt durch. Wir können mal ein LS machen,
um zu schauen, was hier alles drin ist. Und zwar sehen wir, dass in diesem Ordner dann halt Components, Docs, Clipper Makro, License, Makefile und README und Script sind. Als nächsten Schritt müssen wir die Moonraker Conf bearbeiten. Das heißt, wir machen uns das Ganze einfach. Wir kopieren uns einfach diese Codezeilen hier raus und gehen jetzt erstmal in Mainsail, verbinden uns neu, gehen hier einmal auf Machine. So, und dann haben wir hier die Mainsail Config schon mal. Die öffnen wir uns und schauen mal nach Timelapse, und zwar mit Steuerung F suchen wir danach. Timelapse gibt es hier in diesem Fall noch nicht. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir müssen die Zeilen irgendwo einfügen. Wir müssen schauen, wo irgendwas endet. Wir können auch zum Beispiel jetzt ganz einfach hier hingehen in Zeile 295 in meinem Fall. Sagen hier Steuerung V und haben das Ganze eingefügt. Ja, das Ganze. Okay, ich sehe es gerade. Ich habe nur ein Read-Only. Das heißt, ich darf in diese Datei nicht reinschreiben. Das heißt, ich kann hier nirgendwo speichern. Das Ganze schließen wir dann nochmal. Gehen da nochmal zurück auf das Dashboard. Machen hier einfach nochmal einen Firmware-Restart. So, mal sehen, ob ich jetzt hier schreibenden Zugriff drauf habe. Jetzt haben wir auch schreibenden Zugriff drauf. Das heißt, das Ganze hat sich eh verändert. Eine Standard-Config hat sich mit installiert. Das heißt, wir brauchen jetzt prinzipiell nur noch hier hingehen und wirklich am Ende der Datei eine weitere Leerzeile reinmachen, dass wir so ein bisschen Platz drin haben. Und hier können wir dann mit STRG V den ganzen Kram einfügen, den wir gerade rauskopiert haben. Dann können wir hier Save and Restart sagen. Der Drucker bzw. die Firmware startet einmal neu. Dann gucken wir, was hier noch Phase ist. Und zwar hier haben wir alles drin. So, nachdem das fertig ist, können wir die Timelapse in Mainsail Interface konfigurieren. Check your Slicer. Also ich muss ehrlich sein, ich habe bisher noch keinen Timelapse benutzt, aber hier drunter wird dann noch erklärt, wie ihr das Ganze konfigurieren könnt. Ja, also das heißt, ihr müsst auch im Maschinen-G-Code müsst ihr den Timelapse-Befehl eingeben. Der ist aber, soweit ich weiß, tatsächlich in Orca-Slicer auf jeden Fall schon mit eingefügt, wenn ihr die neueste Orca-Slicer-Version benutzt. You have now installed the mainline Clipper with the mainsail web interface. Also genau, wir haben jetzt alles installiert, soweit wir es haben wollen. Aber da kommt jetzt noch ein bisschen was auf uns zu. Wenn wir es noch nicht gemacht haben, sollen wir einmal ein sudo reboot machen. Sudo brauchen wir nicht. Wer BQ-User ist, der Admin-User, sprich, das sollte soweit passen. Im Endeffekt brauchen wir jetzt hier weiter nichts mehr machen und wir kommen im nächsten Step auf jeden Fall zum Printer CFG und zu Clipper und zu den Add-ons, und das Ganze machen wir dann im nächsten Step. Als nächstes brauchen wir WinSCP, auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da suchen wir uns jetzt einen Server aus, das habe ich schon eingegeben, das ist hier einmal meine LAN-Connection und das ist einmal die Wi-Fi-Connection, also die WLAN-Connection. Hier können wir uns anmelden, das Ganze wird authentifiziert. Es kann sein, dass ihr beim ersten Mal noch bestätigen müsst, dass ihr euch mit dem Drucker auch verbinden wollt, aber das wollt ihr logischerweise. Jetzt werden wir mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich das Ganze hier so hinmache und das da so hinmache, jetzt hat das natürlich nur halbiert und das auch, das können wir aber einmal in groß machen. Hier im Step 5 wird uns gesagt, wir sollen als erstes die Sowol Add-ons wiederherstellen. Das Ganze finden wir hier. Das sind Python-Skripte, die müssen wir an eine bestimmte Stelle kopieren. Hier müssen wir erstmal nach Clippy und Extras suchen. Da sind wir einmal. Da navigieren wir jetzt erstmal hin und dann gehen wir an diese Stelle und kopieren uns das Ganze runter. Wir klicken einfach das Ganze einmal an, klicken hier auf Download. Wählen OK aus und dann gehen wir an die Stelle, wo wir es hin kopieren wollen. Und hier machen wir dann einfach einen neuen Ordner und benennen das Ganze dann neue Config. Einfach nur, damit ihr wisst, wo ihr das Ganze hinspeichert. Dann speichern wir das einmal, dann gehen wir einen Schritt zurück, wählen uns hier das Z-Offset Calibration Pi aus. Das speichern wir genau an dieselbe Stelle. Ihr müsst, wie gesagt, im Endeffekt nur wissen, wo ihr das Ganze hinpackt. Deswegen machen wir das hier. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite zurück. Das heißt, wir haben uns das hier gerade runtergeladen.
Wir sollen das mit WinSCP benutzen. Hier steht dann auch Port 22. Das müsst ihr nicht einstellen, das macht er automatisch, sobald man SFTP benutzt. Username und Passwort ist Biku. Und jetzt müssen wir einfach nur an die Stelle navigieren, wo das Ganze sitzt. Und dann hatte ich gesagt, neue Config. Genau, da haben wir sie. Und da an diesen Pfad, Clippy Extras, sind wir ja schon hin navigiert. Das heißt, wir müssen das Ganze einfach nur hier markieren. Beide Dateien. Und ziehen uns die einfach hier rüber. Jetzt fragt er uns, wohin. Das passt soweit alles. Klicken einfach auf OK. Und wir sehen, er hat zwei Dateien hinzugefügt. Da können wir nochmal prüfen. Einmal ist es die Z-Offset hier. Wurde am 7.9.24 um 23.02 Uhr hinzugefügt. Das passt. Dann haben wir noch die Probe Pressure Pi. Die haben wir auch drin. Hat also somit funktioniert. Dann können wir auch weitermachen. Bei Schritt 2. Brauchen wir die Base Printer Config? Ja, genau. Da gehen wir auch wieder auf den Link erstmal. Schauen mal, was dahinter ist. Hier haben wir zum Beispiel CrownsNest Config, Printer CFG, die ist wichtig. Saved Variables und sowohl Makros, die brauchen wir alle. Das heißt, wir gehen einfach hin, einmal zurück. Printer Data ist einmal das Verzeichnis und Config haben wir auch. Hier kommen jetzt all die Dateien, die wir hier runterladen. Er sagte auch am besten den ganzen Ordner runterladen, aber da weiß ich, bin ich bisher noch nicht dahinter gestiegen, wie man das hier auf Git, peinlich, runterlädt tatsächlich. Ich mache mal hier einen kleinen Cut und wenn ich es habe, dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Jo, scheinbar gibt es dafür keine einfache Lösung, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir müssen halt wirklich hergehen und den ganzen Ordner praktisch händisch rüberziehen. Das heißt, auch hier, wir klicken die Options an. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich dieses Verzeichnis hier mit einem Klick runterlade. Denn ich muss jetzt wirklich hingehen und scheinbar, also vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, aber scheinbar ist es wirklich so, dass ich hier wirklich jede Datei einzeln runterladen muss. Wie gesagt, es kann aber auch an mir liegen, ich bin zwar viel auf GitHub, aber lade da gar nicht so viel runter oder so. Deswegen, wenn ihr es wisst, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich lade jetzt wirklich jede Datei erstmal hier händisch runter. Und zwar, wie ich es eben euch auch gezeigt habe, machen wir einmal hier zusammen. Und da machen wir dann in diesem Fall machen wir wieder einen neuen Ordner und benennen das Ganze config upload. So, öffnen das Ganze und speichern das Ganze. Jetzt gehen wir wieder einen zurück, nehmen uns die Printer CFG und laden die runter. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ihr macht das Gleiche. Dann sehen wir uns gleich wieder. So ist es jetzt soweit fertig. Wir schauen nochmal hier nach. Genau, hier sind die ganzen Configs, die wir gerade runtergeladen haben. Im HDMI ist nur eine. Genau. So, das heißt, wir haben das Ganze. Und hier in der Anleitung steht, dass wir den ganzen Kram rüber kopieren sollen in die, da sind wir ja schon jetzt hin navigiert. Hier rein sollen wir das Ganze rüberziehen. Jetzt ist aber so, important, auch in groß geschrieben, wir sollen jetzt hier unsere alte, die vorhin erstellte Kopie der Printer CFG öffnen und die Seriennummern, also ne, von MCU und MCU extra MCU, sollen wir ergänzen. Das Ganze machen wir jetzt. Dafür habe ich mir vorhin, habe ich euch ja auch gezeigt, ein Backup von meiner aktuellen oder von der Originalen, sage ich jetzt mal, Printer CFG gemacht. Die ist dann hier gespeichert. Da gehen wir einmal unter Printer CFG, öffnen das Ganze, schließen das hier, damit es ein bisschen weniger Verwirrung gibt. Öffnen wir die neue Printer CFG und ziehen uns das Ganze nach links, nach rechts. Junge, heute habe ich aber Links-Rechts-Schwäche. Was ist denn da los? Und wo ist jetzt die andere? Hier. Genau, die packen wir uns hier rein. Hier sehen wir in der originalen, also sprich in meiner alten
Printer, CFG sind hier, MCU und MCU, extra MCU ist hier hinter dem 103XE Underliner ist hier eine Seriennummer und die ist hier, also fehlt die. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin, kopieren das hier alles, Steuerung C, Steuerung V, dann MCU, extra MCU, auch da kopieren wir alles, Steuerung C, Steuerung V. Hier drücken wir schon mal Steuerung S, damit haben wir die Muster Printer CFG jetzt gespeichert mit unseren Seriennummern. Hier müssen wir mal drauf achten, wir müssen, aber dazu kommen wir bestimmt gleich, das steht in der Anleitung glaube ich auch drin. Nachdem wir das gemacht haben, dass wir die Seriennummern eingefügt haben, ja, sollen wir Neustart machen des Druckers. Dafür gehen wir hin und sagen einmal hier auf das Ausschalten. Jetzt können wir Restart, Firmware Restart. Wir machen ganz einfach mal einen kompletten Host Reboot. Der Drucker startet jetzt einmal komplett neu. Ja, und ist euch auch gefallen, was ich falsch gemacht habe? Sau gut von mir. Natürlich haben wir die Dateien vorher nicht rüber kopiert. Aber das ist nicht schlimm. So, da sind wir nämlich an derselben Stelle wieder. Und jetzt können wir uns das Ganze markieren. Und hier rüberziehen. Okay. Und hier scheint es schon eine Datei drin zu geben. Crown's Nest Conf, das ist eine Musterkonfiguration und hier werden wir einfach nur gefragt, ob wir das Ganze überschreiben wollen. Das machen wir. Jetzt haben wir alles hier mit drin und jetzt können wir anschließend einen kompletten Host Reboot machen. Der Drucker ist neu gestartet. Jetzt funktioniert er auch wieder so, wie er eigentlich sollte. Warum? Na klar, weil jetzt einfach die Config dabei ist, ne? Die Printer-Config ist hochgeladen, die LED vom Drucker ist angeladen, die Lüfter sind ausgegangen, die LED ist eingeladen. Natürlich. Okay, Leute, ihr müsst entschuldigen, es ist einfach 23:30 nachts. Ich bin immer noch dran. Mann, die LED ist angegangen. Wir sehen es hier auf der rechten Seite. Alles ist up to date. Wir sind hier oben MCU. Wir sind noch nicht fertig, ne? Also noch nicht zu früh freuen. Aber wir kommen näher. So, wir sind bei der MCU, die werden beide erkannt. Der Host ist ein Bullseye, ist aktuell noch eine Dirty Version. Ist alles in Ordnung, das ist alles passt. Sieht soweit ganz gut aus. Update Manager haben wir jetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn hier im Crown's Nest Clipper, Mainsail, Mainsail, Config, Moonraker, was auch immer, wenn irgendwann mal ein Update kommt, dann seht ihr das Ganze hier, beziehungsweise hier, und ihr könnt es updaten. Das ging ja leider mit der originalen Firmware nicht. Ne? So, und weil es eben so spät ist, machen wir doch mal fix weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Was haben wir gemacht? Timelapse haben wir eingerichtet. Configure haben wir abgedatet. Ja, das sieht so fast aus. Das haben wir gemacht. Dual Firmware Restart haben wir gemacht. Update the Slicer G-Code. Genau, das ist noch wichtig. Das kann ich euch leider jetzt hier im Video nicht zeigen, weil ich hier noch kein Orca installiert habe. Aber wie gesagt, den Link zu dieser Beschreibung findet ihr in der Videobeschreibung. Und da müsst ihr noch tatsächlich noch ein paar Sachen anpassen, denn es sind auch Verbesserungen dazugekommen, jetzt mit dem Mainline Clipper. Und zwar wird halt vor dem Starten ein QGL gemacht, ein Z-Offset Calibration wird durchgeführt. Das gibt es schon in der letzten Firmware 2.3.3 war es, glaube ich, gibt es auch schon. Allerdings kann man hier noch ein paar Optimierungen in den Startcode vom Orca Slicer mit hinterhertragen, in dem G-Code vom Drucker halt. Das Ganze könnt ihr dann für euch machen. Ich werde es auch off-cam machen. Das passt alles. Wir müssen es jetzt nicht machen, dass es eben sofort funktioniert. Wir gehen jetzt nämlich weiter zu Step 6 und da kommt jetzt das Interessante, wo ihr dann den STM-Flasher braucht oder beziehungsweise den ST-Link braucht. Und da werden wir jetzt wieder auf dem Handy weitermachen, damit ihr seht, wie ich das Ganze anschließe, wo es angeschlossen wird und dann werde ich meine Bildschirmaufnahme vielleicht sogar teilen oder im Splitscreen mal gucken, wie ich das hinterher im Schnitt hinkriege. Auf jeden Fall wird hier, falls ihr es bis jetzt noch nicht gewusst habt, ist jetzt ein bisschen zu spät dafür, auf jeden Fall
ihr habt es im Intro mitgekriegt. Ja? Also ihr braucht auf jeden Fall einen ST-Link. Das ist ein spezielles Tool, das habe ich euch auch gezeigt. Das müsst ihr haben. Die Software dazu müsst ihr auch haben. Dafür müsst ihr euch einmal als Gast anmelden. Das heißt, ihr müsst eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegen, weil ihr da einen Link bekommt, worüber ihr dann das STM32Cube-Programmer-Tool runterladen könnt. Und das brauchen wir. Das habe ich jetzt hier schon installiert. Das sieht dann so aus. Genau, und jetzt wechsle ich mal eben auf die Handykamera und zeige euch an, wie ich das Ganze hier installiere. Auch in der Beschreibung, ne? Auch in der Beschreibung ist tatsächlich, ja, wo das Ganze angeschlossen wird, ne? Hier auf dem Board oder hier oben am Druckkopf. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir das auf beiden machen. Sprich, wir müssen auf beiden eine neue Firmware aufspielen. Und der Vorteil davon ist, man braucht diesen ST-Programmer nur ein einziges Mal. Und zwar jetzt, denn wenn wir die neue Firmware, den neuen Bootloader für die Dinger aufspielen, hier für die beiden Boards, wenn wir da den neuen Bootloader aufspielen, dann ist es so, dass der sich automatisch updatet. Also sprich, dann brauchen wir nicht mehr den ST-Link da dran anschließen, dann passiert das vollkommen automatisch. So, genug gesabbelt, weiter geht's auf dem Handy. Am Drucker angekommen, achten wir darauf, dass wir den Drucker als allererstes wirklich ausschalten. So, der Drucker ist aus. Wir ziehen auch vorsichtshalber mal das Netzkabel. Denn Strom braucht der Drucker für die Aktion jetzt nicht. Ihr seht's, hier vorne befindet sich der Konnektor. Ich erde mich einmal ganz kurz. So, hier vorne befindet sich der Konnektor. Da müssen jetzt die Kabel mit dem richtigen Pinout hinterlegt oder beziehungsweise aufgesteckt werden. Von links gesehen ist es 3 Volt, dann ist es NO, dann ist es CK und einmal Ground. Also Ground Clock, ich glaube, keine Ahnung, und die 3,3 Volt. Auf eurem Adapter, ich habe jetzt hier so einen ganz günstigen aus Amazon, den werde ich euch verlinken. Da stehen tatsächlich auch die Gegenstücke drauf und in der Beschreibung, die ich euch verlinkt habe in der Videobeschreibung, da steht drauf, an welcher Stelle was hinkommt. So, was dann auf jeden Fall safe ist, bei mir zumindest, ist das 3,3 Volt Kabel ist bei mir weiß. Achtet darauf, das kann von Hersteller zu Hersteller anders sein, je nach Adapter. Ground ist bei mir schwarz. So. Natürlich super filmen und gucken. So, und dann wird's interessant. Denn dann haben wir einmal den IO-Port. Der ist SWDIO, ist bei mir die 4 und die ist braun. Und der Clock-Port, der noch übrig bleibt, ist bei mir rot. Und den stecken wir auch auf. Achtung, der Adapter ist jetzt noch nicht am PC angeschlossen. Der ist noch lose. So, jetzt haben wir das Ganze angeschlossen. Vorsichtshalber. Double Check. Also, Clock ist rot und passt. Alles andere passt auch. So, jetzt schließen wir den USB-Anschluss an das Laptop. So, wenn das Ganze richtig angeschlossen ist, alle Treiber installiert sind und dass die Software richtig installiert ist, wenn wir jetzt hier auf Connect klicken, sehen wir erstmal einen Fehler. Herzlichen Glückwunsch. Wir aktualisieren hier oben einmal nochmal drüber, machen noch einen Connect. So, und jetzt kriegen wir die Daten. Lasst euch von so Fehlern oder sowas tatsächlich absolut nicht irritieren. Das kann immer mal durchaus passieren, wenn zum Beispiel die Verbindung, der PC die Verbindung nicht erkannt hat oder das Mainboard noch nicht so weit ist, dann bekommen wir halt einen Fehler. Ja? So. Bei Read machen wir Read All. Damit liest er den kompletten Chip aus. Ja? Also das ist auch wichtig, nicht nur einfach Read, sondern wirklich Read All. Und wenn wir das haben, sagen wir Save As. Und da gehen wir halt hin und gehen in den Ordner, den wir uns erstellt haben. Ich habe das bereits hier einmal gemacht. Ich habe das ganze STM Mainboard und Toolhead genannt. Ja?
Ihr seht, ich habe auch hier schon zwei Bins gemacht. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel hingehen und benennt das Ganze Mainboard STM zum Beispiel, wie auch immer. Ja. Lasst hier unten bei der vorausgefüllten Firmware, lasst ihr das Ganze dran, speichert das Ganze und schaut einmal bitte nach, denn diese Dateien, die sollten tatsächlich, das Board sollte über 500 KB sein. Ihr seht es auch hier, ne? Also über 500, also 512 KB und der Toolhead, der muss 128 KB haben. Achtet da auch wirklich drauf, weil das ist immens wichtig. Wenn es weniger ist, stimmt irgendwas nicht, dann hat entweder euer Adapter irgendwie ein Problem oder das Mainboard oder sonstiges. Also es sind die korrekten Größen sind halt wirklich weit über 100 Kilobyte. Wenn es weniger ist, auf jeden Fall nochmal probieren und gucken, Fehleranalyse betreiben. So, am Toolhead machen wir genau dasselbe. Da ist die Verbindung etwas anders, beziehungsweise die Pinouts, die sind etwas anders, aber auch das wird hier ganz einfach in dem Video angezeigt, wo das Ganze angesteckt wird. Und genauso wie ich es euch gerade am Mainboard gezeigt habe, wird das auch am Toolhead gemacht. Die gleiche Ausleseverfahren. Ihr disconnectet jetzt gleich, ne? Also sprich, wenn ihr den Toolhead anschließt, disconnectet ihr hier an dieser Stelle und schließt das einmal um, connectet wieder, refresht ruhig ein, zweimal hier diesen Button und dann bekommt ihr die 128 KB Datei, die ihr gespeichert habt. So, und wenn wir das gemacht haben, müssen wir uns jetzt den Bootloader erstellen, auch mit Kiao, und das machen wir wieder am PC vollständig. Am PC wieder angekommen, habe ich jetzt den ST-Link wieder abgeschlossen nach dem Backup und den Drucker wieder eingeschaltet. Das ist ganz normal, also der ist ganz normal hochgefahren, damit wir uns jetzt ganz normal unseren Katapult Bootloader erstellen. Das müssen wir auch wieder auf dem Drucker selber tun. Dafür brauchen wir nochmal die Shell und verbinden uns jetzt als erstes einmal wieder mit dem Drucker selbst. Hier auch wieder BQ. So, und als erstes brauchen wir diesen Command, also diesen Befehl, den geben wir hier ein. Das Ganze wird runtergeladen, ist bereits fertig, ist relativ klein. Dann installieren wir erstmal PySerial, damit das Ganze funktioniert. Dauert jetzt schon einen Moment länger, ist aber auch relativ zügig durch. Und als nächstes starten wir dann das Ganze, was wir jetzt installiert haben, um eine Konfigurationsdatei zu erstellen. Wir müssen genau das, was hier auf dem Bild eingestellt ist, müssen wir ebenfalls hier einstellen. Das Ganze machen wir mit den Pfeiltasten, mit Enter und mit der Space-Taste wählen wir dann aus, was wir haben möchten. Genau, und das Ganze machen wir mal zusammen. Und zwar hier sind wir bei dem hier, 106 Variant, passt soweit, Clones, Do Not Build, 8 MHz, haben wir, PA11, PA12, haben wir, 8 Kilobit, haben wir, USB-ID brauchen wir nicht, sieht hier auch nicht so aus. GPIO-Pins haben wir nicht. Supported Bootloader Entry on RAID. Double-Click auf Reset-Button. Das brauchen wir nicht. Das deaktivieren wir mit Space. Und alles andere kann so bleiben. So, wenn wir fertig sind, können wir einmal mit Q das Ganze beenden und speichern. Mit Y bestätigen. Haben wir. So, dann gehen wir als nächstes run the commands to build the firmware Katapult bin. Das tun wir jetzt mal. Make clean. Enter. Haben wir. Make. Haben wir. Also das Ganze warten wir jetzt mal ab und in der Zeit können wir uns wieder WinSCP aufmachen.
und uns schon mal verbinden und schon mal zum richtigen Ort navigieren, und zwar Home, BQ, Katapult, Out. So, und unter Out, wenn das Ganze jetzt gleich durch ist, ist schon bereits durch, unter Out müsste jetzt der Katapult Bin sein, ist er. So, das heißt, wir gehen jetzt hier in WinSCP einmal auf den Desktop, einmal hier auf den Ordner, den wir uns als Backup ausgewählt haben. Hier erstellen wir mal ein Verzeichnis und nennen das Ganze Katapult. Okay, wechseln in diesen Ordner und ziehen nun jetzt einfach die Katapult.bin in diesen Ordner rein, bestätigen das Ganze mit OK, haben wir gemacht. So, wenn wir das haben, schauen wir mal weiter. The computer, you can use this Katapult Firmware for both. Also genau wie diese Firmware, die wir jetzt gerade hier rübergezogen haben, können wir jetzt gleich wieder mit dem ST-Link-Tool auf das Mainboard und auf den Toolhead rüberflashen. Am Drucker wieder angekommen, habe ich mir jetzt bereits den STM32Cube-Programmer wieder geöffnet. Und als erstes sollen wir hier unseren aktuellen STM von Mainboard und Kopf tatsächlich löschen. Einmal Full Erase. So, das Ganze Full Chip Erase hier an dieser Stelle. Wir warten erstmal einen Moment, bis der Data Read successfully okay. Und jetzt gehen wir hin und bist du sicher, dass du den Chip flashen, also löschen möchtest? Ja. Mass Erase successfully achieved. Das heißt, das Ganze ist durch. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Schreiben. Gehen auf Open File. Gehen auf den Ordner, wo wir das Ganze abgespeichert haben, wählen es aus und schicken das Ganze wieder zurück an den Drucker. File complete. Achtet darauf, dieses File ist sehr klein, das ist 5 KB groß und im Endeffekt macht ihr, also das war jetzt bei mir das Mainboard, das gleiche mache ich jetzt mit dem Toolhead. So, und der nächste Versuch, da bin ich wieder zurück. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie man hier unten an der Uhr sieht, denn hier gibt es tatsächlich ein bisschen Unstimmigkeit, zwar wenn es darum geht, dass wir das Clipper auf die MCUs drauf spielen. Ich habe mir das Ganze ein bisschen durchgelesen und bin jetzt noch nicht so wirklich weitergekommen. Das ist jetzt tatsächlich ein Trial and Error, was wir jetzt hier machen. Kann sein, dass ihr diesen Part gar nicht seht, weil ich ihn einfach wieder schneiden muss, weil irgendwas hier nicht funktioniert nach Anleitung. Aber wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Folgendes ist bei mir. Hier in der Anleitung steht, es muss, wenn ich hier den LS Serial Devices, also die Serial Devices Liste, muss bei mir rauskommen, dass dort USB Clipper STM steht. Bei mir steht aber USB Katapult STM. Ob das jetzt so richtig ist, das probieren wir aus. Hier sollt ihr auch ganz besonders aufpassen, denn wenn ihr die Serials tauscht, ja, dann kann ganz Böses passieren. Und zwar irgendwie, dass der Heater vom irgendwas auf volle Granate läuft. Wir haben uns ja vorhin schon in der Printer-CFG in der alten die Serials rausgesucht. Die habe ich jetzt tatsächlich hier mit denen verglichen, die stimmen. Die hat er übernommen, nur dass eben bei mir Katapult und nicht Clipper steht. Wie gesagt, deswegen versuchen wir jetzt unser Glück. Wenn mein Drucker mir gleich um die Ohren fliegt, ist es ja meiner und nicht eurer. Und ihr wisst, alles klar, Video ausmachen, Like geben, ein bisschen Mitleid in die Kommentare reinschreiben. Und bis zum nächsten Video dann. Nein, Quatsch. Wir versuchen natürlich alles, dass es dann auch bei euch funktioniert und bei mir funktioniert. Und ja, genau. Wir sollen uns jetzt als nächstes erstmal, wie gesagt, die Seriennummern aufschreiben und oder beziehungsweise kopieren und speichern, damit die auch bloß richtig sind. Als nächstes sollen wir uns dann hier das Automatic MCU Script Update runterladen und da gehen die Missverständnisse dann auch schon los. Denn
wenn ich jetzt hier hingehe und ich habe das bereits getan, also ihr müsst hier ganz einfach auf diesen Link klicken, dann ladet ihr euch hier einfach das Shell-Script runter, auch ganz normal, wie wir es eben gemacht haben, speichert euch das in dem Ordner, ich habe mir jetzt das einfach nur MCO Clipper genannt, diesen Ordner, da kommt dieses Shell-Script rein und dann verbindet ihr euch mit WinSCP, packt das Ganze unter Clipper hier in das Verzeichnis rein, einfach wirklich hier in das Root-Verzeichnis rein, ihr seht, hier ist es bei mir drinne. Und dann seid ihr mit WinSCP auch wieder erstmal fertig. Und dann könnt ihr das hier schließen. Und dann kommt hier der Befehl sudo nano clipper update bla bla. Den kopieren wir uns hier einfach raus und führen das Ganze hier aus. So, und jetzt kommen die Unstimmigkeiten. Denn replace xxxxxxx with the MCU serial ID and yy bla bla with the extra MCU serial ID. Haben wir nicht. Also in meinem Fall, es kann sein, dass das Skript irgendwie geupdatet wurde oder wie auch immer, passt die Anleitung nicht mehr zum Skript. Das Gute ist, dass derjenige, der das Skript gemacht hat, hier oben reingeschrieben hat, replace each xxxx bla, Serial Nummer, with the one you find in your printer CFG-File. Haben wir. Das Gute ist, hier sagt er, hot serial is found under MCU. Toolhead Serial ist found under extra MCU. Und das Ganze werden wir jetzt mal machen. Wir halten uns jetzt praktisch nach dem Skript. Ich habe jetzt hier in der Config-Datei auch mal geguckt. Ich finde dieses YYY nicht. Also wird sich wahrscheinlich geändert haben. Wird es aktualisiert worden sein. Navigieren können wir in Nano, Textebene halt, ne, wirklich mit Pfeiltasten. Und darauf zu achten ist, da wo eine Raute, ein Hashtag vor ist, das ist ein Kommentar und darunter, wo kein Hashtag ist, diese Zeile sind keine Kommentare. Das heißt, hier oben, das ist ein Beispiel und hier unten, das ist kein Beispiel. Da muss tatsächlich die richtige Seriennummer rein. Wenn wir jetzt hier nochmal unter der Printer CFG gucken, ist das MCU, in diesem Fall das Host Serial, hier oben auch, ne, ist MCU. Also kopieren wir uns einfach nur den Wert der MCU hier raus bis nach hinten. Zack, gehen hier wieder rein. Vorsicht, wir sind direkt an der richtigen Stelle. Machen nur einen Rechtsklick rein. Und damit haben wir jetzt hier die ID reinkopiert. Jetzt gehen wir in die nächste Zeile und kopieren uns mal eben das extra MCU hier raus. Copy. Gehen wieder hier oben hin, wo wir waren. Achtung, ihr seid immer noch in der Zeile, wo wir gerade ersetzt haben. Ihr geht mit dem Pfeiltasten nach unten. Löscht auch hier das raus und bei Toolhead vergewissern wir uns nochmal, alles klar, das ist die extra MCU, also machen wir jetzt an dieser Stelle einfach nur einen Rechtsklick rein und haben uns hier die ID eingefügt. Ja, hier sind auch beides Kommentare, sollte so funktionieren, wie gesagt, wenn mein Drucker jetzt gleich explodiert, ja, Pech gehabt. So, dann gehen wir vorsichtshalber, gehen wir hier, klicken wir uns einmal so mit den Pfeiltasten nach unten, um zu sehen, ob wir nicht doch noch irgendwo ein XXX und ein YYY und was auch immer übersehen haben. Sieht aber nicht so aus. Steuerung O ist das Ganze speichern. Bestätigen wir mit Enter und mit Steuerung X gehen wir raus. In einem Clear machen wir einmal sauber, sprich die Eingabe ist wieder picobello, also ist nichts Störendes drin oder irgendwas, was nicht angezeigt wird oder was auch immer. Hier können wir einfach rausgehen und dann schauen wir, was in der Anleitung weiterhin passiert. Jetzt haben wir das Ganze gemacht. Genau, wir speichern das Ganze mit Steuerung X und dann make the script executable. Das heißt, wir müssen ChangeMod drauflegen, damit das Ganze ausgeführt werden kann vom System bzw. vom Biku-Benutzer. Das machen wir hiermit. Ist schon passiert. Wir kriegen damit nichts großartig mit. Und jetzt können wir das Skript auch benutzen. So, dazu kopieren wir das Ganze, machen hier einen Rechtsklick rein und führen das Ganze aus. So. Und jetzt müssen wir wieder hier, wie an dem Screenshot zu erkennen, müssen wir Einstellungen machen, die wir enablen das Ganze. Da lassen wir, ne Quatsch, da kommt das STM hin. Der hier. Ja,
Auch hier navigiere ich mit den Pfeiltasten, mit Enter wähle ich was aus und mit Space bestätige ich das Ganze. So, Only nicht, Disable nicht, Bootloader 8 KB passt, Clock Reference 8 Hertz passt, Communication Interface USB passt. Da haben wir nichts, aber hier müssen wir aufpassen. GPUI 0. Okay, da müssen wir jetzt einfach nur PA1, PA3 eingeben und mit Enter bestätigen. Und jetzt sieht das bei mir genauso aus wie bei ihm. Passt. Dann in the second menu screen and ready, press Q. Haben wir. And save. Yes. So. Ah, okay, verstehe. Das wollte ich gerade schon ein bisschen maulen, aber war einfach nur meine Ungeduld. So, jetzt schreibt er das scheinbar erst. Und dann kriegen wir hier den zweiten Prompter. Da müssen wir die Einstellung auch anwenden. Und danach sagen wir nur noch bis zum Schluss den. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon gleich fertig. Please check above for any errors. Press Enter to continue. Press or Control C to abort. Compiling errors hatten wir jetzt, soweit ich gesehen habe, keine. Ja, perfekt. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Lassen wir uns mal überraschen. Drücken wir mal Enter. Step 2 von 4, Flash and Clipper to Host MCU. Jetzt schreibt er sich die Image selber tatsächlich. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, das Licht geht an, der Drucker startet. Check on the following. Step 4, Cleaning, Using, bla, Flashing. Okay, ich sehe hier jetzt keine Error. Sieht soweit ganz gut aus. Verifying. So, Toolhead, press Enter to continue. Da haben wir's. Und zwar Enable Extra Low Level Configuration Options. Das wollen wir haben. Das Ganze. Hier gehen wir drauf und wählen wieder den STM aus. Da. Zack, ST Micro. Dann haben wir den 103er. Das ist auch richtig. Only 10 Kilobits brauchen wir nicht, Disable SVD brauchen wir auch nicht, Bootloader Offset 8 Kilobit, ja, 8 MHz Kristall, Communication Interface USB P11, P12, USB ID und GPIO sollen wir jetzt hier PA6 eintragen. PA6 und okay. So, und dann einfach mit Q beenden, speichern und jetzt schreibt er auch die zweite MCU neu. As we are using Catapult as a bootloader, make sure you set the... Ja, haben wir. Please check for any errors, press Enter to continue. Hier oben hatte ich jetzt auch so beim Drüberfliegen keine Errors gesehen. Gut, Enter. Flashing Clipper to Toolhead. Going to Flash Clipper to Toolhead. Press Enter to continue. So, das Ganze wird jetzt auch geschrieben. Auch schon fertig. Verify Block Complete Flash Success. So, wir haben keinen Error. Der Lüfter geht auf volle Kanone. Hört sich an, als ob der Toolhead nun auch läuft. So. Das haben wir. Finally follow the instructions until the end.
Das ist halt hier jetzt der Screenshot, wie das Ganze aussehen soll. Auch hier sieht es bei mir anders aus, aber die benutzen scheinbar Putty, genau. Das passt. So, der Lüfter ist jetzt gerade, der voll aufgedreht war, einmal ausgegangen. Dann, the Clipper Firmware on both MCUs has been updated. Restart the printer mit diesem Befehl. Das Ganze tippern wir hier einmal ein. Die Verbindung wird zum Drucker beendet, weil er jetzt nun mal neu starten muss und enjoy Mainline Clipper. After restart, you can uncomment the Eddy. Ah, okay, wir sollen jetzt noch, genau, da kommt noch ein Teil. Sollen wir jetzt einmal in der Printer-CFG, sollen wir die ADX 1345 und den Resonanztester quasi uncommenten. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, und zwar kann man auch ganz einfach machen, und zwar ihr klickt irgendwo rein, macht Steuerung F und dann macht ihr Resonance. So, Resonance Tester, dann können wir das hier einmal vorne weg machen, dann gehen wir eine Zeile tiefer ein nach rechts und klicken das auch noch weg, und damit sind wir laut Anleitung auf jeden Fall durch. Das müssen wir noch angucken. Ich muss jetzt gleich mal, schaut das selber mal, wobei, komm, das machen wir jetzt noch zusammen. Hat jetzt eh schon Ewigkeiten gedauert hier mit dem ganzen Kram. Das gucken wir jetzt mal eben noch in der Printer-CFG nach. Und zwar Config Backup. Na komm, ey, dieses Trackpad, ey. So, Config. Printer-CFG. Und dann in, auch hier können wir drin suchen. Und zwar ADX, suchen wir einmal, haben wir gefunden. Ah, okay, ihr seht's, hier müssen wir alles ankommenten, hier oben ist es schon, hier unten, das können wir Zeile für Zeile machen. Zack, hoppala. So, und so, und jetzt müsste es passen. Vergleichen wir nochmal. Das muss alles ausgeklammert sein. Hier bei der Config, das ist mir mal bei einem anderen Projekt aufgefallen, da müsst ihr wirklich aufpassen auf die eingerückten Sachen. Wenn die nicht an der richtigen Stelle gerückt sind, wird es als anderes Kommando benutzt und dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Also das ist auch teilweise echt, da suchst du dir einen Wolf und in Wirklichkeit ist da einfach nur, wie hier zum Beispiel, ne? Da ist das G0, ist einfach einen weiter oder einen vor und schon funktioniert die ganze Anweisung nicht. Ich bin kein Programmierer, das wird seine Richtigkeit haben. Aber ja, ist manchmal zum Haare raufen. So, das Ganze speichern und restarten wir. Und dann schauen wir nochmal auf das Dashboard, ob wir irgendwelche Fehler haben. Und wenn die Fehler ausbleiben, hoffentlich, dann sind wir auch fertig. Und das Video ist auch endlich zu Ende. So. Okay. Wir haben MCU, wird erkannt, extra MCU wird erkannt, perfekt. Hier unten ist immer noch alles up to date, sprich hier haben wir schon mal keine Fehler. Wir schauen auf dem Dashboard und auch hier haben wir keine Fehler. Was ich jetzt sehe, was noch fehlt, ist die Kamera. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr so lange Geduld hattet mit mir und mir das Ganze zugeschaut habt, wie ich das Ganze mache. Am Schluss war es dann doch ein bisschen holpriger als gedacht und erhofft. Aber ihr wisst, wie es ist. Es läuft nicht immer alles glatt. Deswegen, ja, ich wünsche euch bei dem Projekt viel Glück, viel Erfolg. Falls was sein sollte, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ich euch damit geholfen habe, wäre ein Like und vor allen Dingen ein Abo, damit ich dieses Jahr noch auf die 1000 Abonnenten komme, wäre ich sehr dankbar für. Genau, und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.